Hey Leute, willkommen zu einem neuen Blabla-Video. Ich muss mich mal auskotzen. Ihr lest es ja schon am Titel. Es geht nicht darum, dass ich jetzt nicht mehr Mama sein möchte und dass ich es bereue, Mama geworden zu sein, sondern einfach, was drumherum mit einem passiert. Es ist unglaublich. Also, ich bin seit 4 Jahren Mama und ich bin glückliche Mama und ich habe Zwillinge und es ist anstrengend gewesen und ich bin, seit die Kinder auf der Welt sind, bin ich zu Hause. Schon davor, in der Schwangerschaft, habe ich nicht mehr gearbeitet. Wir können uns das leisten, dass mein Mann verdient genug, dass ich zu Hause bleiben kann und unser Plan war es einfach, dass ich so lange wie möglich zu Hause bleibe. Die Frage ist, warum geht das nicht einfach so? Ja, das ist eine gute Frage, denn wirklich jeder um mich herum fragt mich ständig, ob ich denn wieder arbeite. Meine Mutter macht mir Vorschläge bezüglich nochmal vielleicht irgendwas studieren oder irgendwie was sich umschulen, weil ich gesagt habe, ich möchte in meiner Ausbildung als Buchhändlerin vielleicht nur wenn, dann Teilzeit arbeiten oder die 100-Euro-Job, für meine Mutter ist das halt ein Job, der nicht besonders angesehen ist. Also versucht sie immer noch so ein bisschen mich zu bearbeiten, dass ich studieren gehe und dass ich irgendwas aus mir mache. Und die Mutter meines Mannes macht mir Berufsvorschläge, die sie irgendwo gehört hat. Jeder, dem ich begegne und dem ich sage, dass ich nicht arbeite, dass ich zu Hause bin, guckt mich schief an. Und das Problem ist, dass es nicht nur von außen kommt, sondern dass es irgendwann auch in mir drin so ein Gefühl entsteht, ich mach nichts. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr das nachvollziehen? Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Also klar, zu Hause halt. Ne? Man macht Besorgungen, man macht Sachen. Aber hauptsächlich ist man zu Hause. Ich bin hauptsächlich Hausfrau und Mutter. Und ich finde Werbung so cool, als die, ich weiß nicht gar nicht von wem das war, aber auf jeden Fall sagt die Frau da, ich führe ein kleines Familienunternehmen. Das könnte man ja so bezeichnen. Ich habe 2 kleine 4-jährige Kinder. Natürlich sind sie vormittags im Kindergarten. Ich hole sie aber um 12:30 nach Hause. Die 4 Stunden, die sie im Kindergarten sind, oder 4,5, genau, die gehen so schnell rum, da habe ich kaum mein Frühstück gemacht und habe was gegessen und habe irgendwie was geputzt oder sei es halt mich hingesetzt und mal was gelesen und schon sind die 4,5 Stunden rum, dann sind die Kinder zu Hause. Die Kinder wollen Mittagessen haben, die Kinder wollen bespaßt werden, dann gehen wir eventuell noch irgendwelche Besorgungen zusammen machen, dann muss man dann vielleicht auch im Spielplatz. Natürlich ist das nicht so, dass ich das jeden Tag mache und je älter sie werden, umso einfacher wird natürlich auch der Alltag, weil sie viel auch selber machen. Aber es ist anstrengend. Es ist ein Managen. Man ist, ich habe glaube ich mal auf Facebook mal so ein cooles Bild gesehen, da lief so eine Mutter und hatte halt 1000 Arme um sich herum und da drum stand rum, sie ist Ärztin, sie ist Psychologin, sie ist Pädagogin, sie ist Spielmitglied, also irgendwie so Bespaßer, Animateur und keine Ahnung was. Also man hat ja verschiedene irgendwie so Jobs inne, die man ausübt, während man mit seinen Kindern zusammen ist. Und es ist verdammt anstrengend. Und es ist nicht so, dass man sagt, ich sitze den ganzen Tag da und starre die Wand an. Auch wenn sich das manche vielleicht so vorstellen. Also ich weiß nicht, es gibt, wer keine Kinder hat, fällt es vielleicht schwer, ihm sich das vorzustellen. Aber sogar die, die Kinder haben, die nur eins zum Beispiel haben, die belächeln mich und denken sich so, ja, es ist halt anstrengend, aber naja, ich meine, wir schaffen es alle irgendwie. Ja, klar schaffen wir es alle irgendwie, aber warum wird es uns dann so impliziert, dass wir nichts tun? Also, es regt mich so immens auf und da muss ich wirklich mal mich drüber auskotzen und vielleicht ein Gespräch, wie es euch damit geht oder irgendwie sowas, so eine Rückmeldung. Es kotzt mich so verdammt an, sich dafür rechtfertigen zu müssen, dass ich zu Hause bei meinen Kindern bin. Es klingt nämlich für jeden irgendwie so, als würde ich mich erstens vor der Arbeit drücken und zweitens einfach den ganzen Tag nichts tun. Und es ist ja nicht so. Ich bin nicht den ganzen Tag da und starr die Wand an. Ich bin nicht den ganzen Tag da und tue nichts. Es ist
Und sei es einfach wirklich mal ein Gespräch mit Kindern auf einer Kinderebene zu führen. Es ist anstrengend. Also ich merke abends zum Beispiel, wenn mein Mann nach Hause abends kommt, dann ist für mich so eine Art Umschalter im Kopf, dass ich sage, jetzt ist meine Zeit zum Runterkommen. Und ich merke oft abends, dass ich einfach so ausgelaugt bin und mich frage, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht, dass ich so fix und fertig bin und dass ich so müde bin und zu schwach zum Reden. Wisst ihr, kennt ihr das Gefühl, dass man einfach keinen Bock hat, sich zu unterhalten? Teilweise will mein Mann mir irgendwas erzählen und ich kann es einfach nicht mehr aufnehmen. Es ist einfach so, dass ich den ganzen Tag wieso, weshalb, warum Fragen beantwortet habe, 10-mal gesagt habe, zieht jetzt bitte endlich mal die Schuhe an, 50-mal gesagt habe, nein, wir kaufen jetzt nicht diese Zeitschrift und am Abend bin ich einfach so kaputt, dass ich keine Lust mehr habe. Und ihr merkt wahrscheinlich, dass das Video jetzt überhaupt keine Struktur hat, aber ich habe mir auch keinen roten Faden gelegt. Ich wollte einfach frei Schnauze mal darüber reden, dass es mich so aufregt, dass jeder von mir erwartet irgendwie, ich soll doch wieder bitte arbeiten gehen. Und ich denke mir so, ja, für euch ist das so einfach zu sagen, aber ich muss ja den Haushalt weiterhin machen. Ich muss auch die Kinder weiterhin betreuen, wenn ich wieder zu Hause bin und zwischendrin noch meinen Job irgendwo schaffen. Und wenn ich doch finanziell die Grundlage habe, zu Hause zu bleiben, warum muss ich arbeiten gehen? Warum muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich nicht arbeiten gehe? Ich mache das ja, natürlich freue ich mich, dass ich nicht arbeiten muss. Natürlich, das will ich jetzt nicht unter den Tisch kehren. Selbstverständlich, ich meine, keiner kann mir sagen, jemand arbeitet wirklich super gern. Es gibt bestimmt so die Workaholiker und bestimmt auch welche, die sagen, ich würde mich langweilen, wenn ich zu Hause hocken würde. Aber es ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag meinen Hobbys nachgehe oder den ganzen Tag nichts zu tun habe und mich langweile, sondern der Tag ist strukturiert. Ich habe permanent eine Uhr im Kopf. Ich muss gucken, wann gibt es Mittagessen, wann gibt es Abendessen, bis wann können die Kinder noch ein bisschen Fernsehen gucken, bis wann können wir irgendwo am Spielplatz gehen, wann können wir Einkäufe machen. Dann muss ich zwischendrin natürlich auch den Haushalt machen. Ich habe auch noch 2 kleine Häschen zu Hause, da muss ich auch noch den Käfig sauber machen und die füttern. Und es ist genug zu tun und trotzdem habe ich immer das Gefühl, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, also ich habe so 2 gute Beispiele, dass als die Kinder noch ganz klein waren, sind wir unterwegs gelaufen und es war so eingeteilt, dass ich ja den ganzen Tag bei den Kindern bin und mein Mann nachts aufsteht. Und obwohl er gearbeitet hat. Und von jedem, wirklich jedem auf der Straße, hörten wir dann diesen Satz: Was? Du stehst nachts auf und gehst dann arbeiten? Wie schaffst du das nur? Und ich stand immer noch so daneben und dachte mir so: Und was mache ich? Was mache ich? Teilweise musste ich auch nachts aufstehen und selbst wenn ich nicht aufstehen musste, dann habe ich den ganzen Tag 2 kleine schreiende Babys. Ich habe nur 2 Hände und es waren Zwillinge, also musste ich 2 Kinder versorgen. Ich hatte viel, viel Hilfe und das ist Gott sei Dank so, dass meine Eltern und die Eltern von meinem Mann in der Nähe wohnen und uns helfen konnten. Aber dennoch war ich unheimlich viele Stunden alleine mit den Kindern und musste 2 Kinder wickeln, 2 Kinder füttern, 2 Kinder bespaßen, 2 Kinder vom Weinen abhalten. Und niemand hat in dieser Zeit irgendwie gesagt, was du leistest, ist toll. Also, auch heute noch ist das so, dass ich teilweise mich erschrecke, wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt so, ja, der Papa, der macht so viel. Dann denke ich mir so, und was mache ich? Also ich bin den ganzen Tag mit euch zusammen, ich spiele mit euch, ich lese euch vor, ich bringe euch ins Bett, ich bade euch, ich gehe mit euch einkaufen, ich mache 1000 Sachen und trotzdem wird das nicht gesehen, nicht mal von den Kindern. Also wisst ihr, was ich meine? Das kocht dann so richtig in mir, wo ich mir so denke, ich muss mich für alles rechtfertigen. Ich hatte den Besuch von der Freundin, die saß am Tisch und sie kannte das vorher nur so, dass wir halt immer nur zwischen Kindern und Tisch hin und her gerannt sind und dann gab es mal halt wirklich einen Nachmittag, wo die Kinder sich gut beschäftigt haben und sie miteinander gespielt haben und alles und dann meinte sie doch allen Ernstes zu mir, ja, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Kaffee trinken. Das hat sie wahrscheinlich erwartet, dass ich ihr sagen soll. Also, was stellen sich die Leute vor, was ich den ganzen Tag mache? Ist es wirklich so, dass die Leute denken, wenn man mit Kindern zu Hause bleibt, dann ist man einfach nur darauf aus, Freizeit zu haben? Also mich erschreckt es, dass es halt Leute sagen, die selber Kinder haben, die
wissen eigentlich, wie anstrengend es sein kann. Ich weiß nicht, ob die dann Kinder haben, die einfach perfekt funktionieren und das einfach wirklich nicht kennen. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bekomme ich den Satz auch manchmal gesagt von Leuten, die Kinder haben. Und ich finde es so erschreckend. Es gibt wirklich in der ganzen Umgebung zwei Elternpaare, die wir jetzt kennengelernt haben, die wirklich auch so sind wie wir. Die wirklich auch sagen, wow, also mit zwei Kindern ist das echt anstrengend. Die eine hat sogar drei und ich wirklich, ich bewundere sie, dass sie mit drei Kindern so gut gelaunt immer noch so ist und immer Geduld hat und alles drum und dran. Also das würde ich eher erwarten. Ich finde einfach, Mutter sein ist so scheiß undankbar. Wenn du arbeiten gehst, kriegst du gesagt, du bist, du hast nicht genug Zeit für deine Kinder, du vernachlässigst sie. Gehst du nicht arbeiten und bleibst du zu Hause, bist du eine faule Sau, die keine Lust hat zu arbeiten. Es ist einfach, man kann niemandem recht machen. Und du sitzt immer so zwischen den zwei Stühlen und es frisst sich so in deinen Kopf rein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so immer hören bekommt, aber ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass ich da sitze und denke mir so, wenn es ein wirklich leichter Tag war, wo die Kinder viel alleine waren oder wo sie den ganzen Tag wirklich bei der Oma mal waren oder die sind ja immer so, ich versuche so immer jede Woche so einmal bei der einen Oma und einmal bei der anderen Oma. Und dann sind es ja schon mal zwei Tage, wo ich praktisch für mich bin. Und ja, dann bleibt halt der Tag, dass ich mal mein Hobby nachgehe, wie Videos machen, das mir wirklich unheimlich Spaß macht. Dann ist der andere Tag mit irgendwelchen Terminen, wo ich irgendwann mal zum Arzt muss oder sonst irgendwas, weil ich halt eben nur diese zwei volle Tage habe. Und ich habe das Gefühl, dass wirklich jeder denkt, ich sitze einfach nur da rum und ich mache nichts. Den ganzen Tag mache ich einfach gar nichts. Ich meine, Leute, ganz ehrlich, jeder braucht doch auch mal Zeit, um sich zu entspannen oder zu sich mal Zeit zum Lesen zu nehmen, Zeit zum, keine Ahnung, Spielen, Schreiben, weiß ich nicht, Zeichnen. Jeder braucht das doch. Also es gehört doch auch zum Leben dazu, sich mal Zeit für sich zu nehmen. Und ich muss mich halt immer irgendwie nach außen hin rechtfertigen. Ich krieg dann so Sachen gesagt wie, ja, du hast doch ja 4,5 Stunden jeden Morgen Zeit, dann nimm dir doch die Zeit. Ja, aber so einfach ist es halt nicht immer. Ich bin teilweise gerade am Morgen am produktivsten, was das Putzen angeht. Also ich kann gerade am Morgen, wenn ich, wenn die Kinder nicht da sind und ich gerade so aufgestanden bin und noch frisch so im Lauf bin und es ist so hell draußen und gleich kommt die Sonne raus, genau dann bin ich eigentlich so in diesem Modus, ich mache jetzt was. Ich putze jetzt, ich mache mir einen Plan, was ich jetzt mache. Ich drehe Videos in der Zeit. Das ist so die Zeit, wo ich eigentlich am meisten Elan habe. Und dann sind die 4,5 Stunden super schnell rum. Also das ist halt, das ist so und dann ist es rum. Und dann denke ich mir immer so, gut, und der restliche Tag muss geplant sein. Der restliche Tag, klar kann ich meine Kinder jeden Tag vorm Fernseher sitzen. Das wäre das A und O. Also ich meine, die könnten hier 5 Stunden vorm Fernseher sitzen. Würde kein Mensch stören. Aber das will ich nicht. Das ist der Anspruch an mich selbst. Klar, wenn ich mal erkältet bin, wenn ich Kopfschmerzen habe oder sonst irgendwas, setze ich die mal vorm Fernseher. Aber das Maximum an Fernseher bei uns im Haus ist dann 1 bis maximal 2 Stunden. Und das auch nicht jeden Tag. Weil ich einfach das Gefühl habe, Fernseher ist nicht das Optimum. Ich gucke kaum Fernsehen, wenn, dann gucke ich YouTube-Videos und ich würde lieber meinen Kindern irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Lieder vorspielen. Ich liebe es, dass die oben Hörbücher hören. Ich liebe es, dass sie Bücher mögen, dass sie immer vorgelesen bekommen wollen. Und das Ganze braucht aber Zeit. Und das Ganze braucht auch Elan und Lust von mir, dass ich mich da hinsetze und mit denen lese. Und teilweise können wir 1-2 Stunden nur Vorlesestunden machen. Aber ich will nicht die ganze Zeit immer vor dem Fernseher abladen und sagen, ja, macht mal. Das ist nicht mein Anspruch an mich. Und wenn man sich den Anspruch an sich macht, dass meine Kinder intelligent sein werden und sein sollen und dass ich sie fördern möchte und dass ich sie weiterbilden möchte, dann kostet das Zeit, Energie und Verständnis von außen. Also ich weiß nicht, klar, ich könnte sagen, mir ist es scheißegal, was die Leute denken, aber es sind ja teilweise Familienmitglieder, teilweise Freunde, die einen einfach nicht verstehen. Vielleicht habe ich die falschen Freunde, keine Ahnung, aber es gibt so viele, die das einfach nicht verstehen. Und ich drehe mich halt immer so um und denke mir so,
Ja, wir hatten auch etwas anstrengendere Kinder. Das kann ich mal wirklich so sagen und zugeben. Unsere Kinder haben kaum Mittagsschlaf gemacht und wenn, dann ganz, ganz kurz. Man hat eine Stunde eingelullt und die haben 20 Minuten geschlafen. Es war wirklich zum Mäusemelken, es war anstrengend. Die haben wirklich sehr wenig Schlaf tagsüber gehabt als Babys und auch als Kleinkinder. Die waren sehr anspruchsvoll, die haben viel geschrien, die waren sehr schnell überfordert von vielen Dingen. Ja, sie sind vielleicht anstrengender als andere Kinder. Und viele um uns herum, die jetzt Kinder gekriegt haben, die haben einfach so super easy Kinder. Die sagen dann halt so, ja, das Kind schläft schon durch nach einem halben Jahr. Und ich denke mir so, super, meine Kinder haben mit 2,5 noch nicht durchgeschlafen. Also, ja, es ist halt, jedes Kind ist anders und jede Mutter empfindet das auch anders. Und nehmen wir mal jetzt an, es kommen noch irgendwelche psychischen Erkrankungen dazu, wie Depressionen, Burnout oder sonst irgendwas. Und ich finde, dass die Welt einfach so scheiße undankbar ist, einfach zur Mutter. Statt zu sagen, wir leisten hier was und wir bringen die Welt voran, wir bringen Kinder auf die Welt, die später mal Führungskräfte sein sollen, die später unsere Gesellschaft prägen, kriegst du noch eins draufgehauen, dann kriegst du gesagt, du bist nutzlos oder du machst nichts oder du geh doch mal arbeiten und verdien doch mal dein Geld. Und wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Ist es so... Also man sitzt dann so da, ich habe ja vor einem Jahr, als ich meinen Kanal angefangen habe, meine erste Rezension, glaube ich, die ich hochgedreht hat, war ein Buch zum Regretting Motherhood. Und da ging es ja um das Thema bereuen, dass man Kinder kriegt. Und da ging es ja gar nicht darum, dass ich jetzt meine Kinder nicht liebe und dass ich sie nicht haben möchte. Und hätte ich mich entschieden, dann hätte ich diese Kinder nicht gekriegt. Darum ging es nicht. Es ging darum, wie die Gesellschaft und wie ich mich damit fühle, dass ich Mutter bin. Und es ist nun mal so, dass man in der Gesellschaft sich dafür rechtfertigen muss, wenn man Kinder kriegt. Irgendwie habe ich so das Gefühl zumindest. Also auch im Kindergarten, also zum Beispiel wie gesagt, ich arbeite nicht, mein Mann arbeitet und wir sind finanziell ganz gut gestellt. Und dementsprechend kann ich auch meinen Kindern des Öfteren mal ein Malbuch oder einen Sticker oder sonst irgendwas kaufen. Und da kommen doch allen Ernstes von den Kindergärtnerinnen solche Sprüche wie, ja, ja, da habt ihr mal wieder den und den Laden unterstützt finanziell. Also so richtig so unterschwellig so, ja, ihr scheißt ja mit Geld, aber die Frau arbeitet nicht. Also so empfinde ich das. Vielleicht bin ich auch einfach zu empfindlich, ich habe keine Ahnung. Aber es kommen halt solche Kommentare, die ich einfach unangebracht finde. Und ja, ich wollte das einfach mal loswerden, dass ich das Gefühl habe, dass es einfach viel zu wenig den Müttern... Ich meine, ich erwarte keinen großen Dank dafür, danke, dass du Kinder auf die Welt gesetzt hast. Sondern einfach neutral oder unterstützend einfach. Dass die Gesellschaft einfach versteht, es ist ja schon bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass wenn die Mutter zu Hause bleibt und die viel Zeit den Kindern widmet, dass die Kinder schneller sich entwickeln, dass die Kinder intelligenter werden, dass die Kinder einfach besser gefördert werden. Und warum ist das dann so negativ angehaftet, wenn ich keine arbeitende Mutter bin? Wenn ich im Kind zu Hause bleibe und den Kindern unterstütze, auch wenn sie später mal in die Schule kommen, die kommen nach Hause um 1, um 12, haben Hausaufgaben, die wollen Hilfe bei den Hausaufgaben, die wollen Unterstützung von der Mutter. Also ich habe es schon sehr, sehr oft von den Kindern zum Beispiel zu hören gekriegt, ich finde es so toll, dass du so viel Zeit hast. Ja, ja, wann soll ich denn die Zeit haben, wenn ich jetzt arbeiten gehen würde? Wann soll ich denn die Zeit finden, mit denen ständig Brettspiele zu spielen oder mit denen irgendwelche malen oder basteln oder sonst irgendwas zu machen, wenn ich arbeiten gehe? Natürlich geht das nicht. Wenn die Mutter und der Papa arbeitet oder wenn es eine alleinziehende Mutter ist und sie arbeitet, dann sind die Kinder nun mal auf sich alleine gestellt. Die müssen sehr, sehr schnell, sehr selbstständig werden. Warum können wir die Kinder denn nicht Kinder sein lassen? Warum ist das so schwierig zu sagen, wenn die Mutter zu Hause ist und viel Zeit für das Kind hat, dann können die Kinder sehr lange noch einfach sorgenfrei Kind bleiben. Die müssen nicht zwangsweise sehr, sehr schnell erwachsen werden, sich selber Essen machen, sich selber, keine Ahnung was, versorgen. Also ich meine, ich kann das aus Erfahrung sprechen. Bei uns war die Situation so, dass ich mit 4 Jahren sehr, sehr selbstständig werden musste, da mein Papa sehr schwer erkrankt ist.
Und ich finde, das war einfach so, wenn ich heute zurückdenke, hatte ich wenig von meiner Kindheit. Also es war einfach so, dass ich sehr, sehr schnell sehr ernst geworden bin, sehr viel gegrübelt habe. Dadurch, dass ich so viel Verantwortung bekommen habe, wurde ich einfach sehr schnell ernst. Und bis heute noch ist es so, dass ich sehr viel grüble, alles zerdenke und einfach nicht loslassen kann vom Denken. Und das hat 100 Pro auch was damit zu tun, dass ich halt sehr früh einfach so meine Kindheit aufgeben musste, um selbstständig zu werden. Und was ist besser? Also ich weiß nicht. Was ist denn eure Meinung dazu? Was ist denn besser? Ein Mittelweg vielleicht, dass zu sagen, die Mutter arbeitet halbtags oder so. Und ja, wenn man die Möglichkeit findet, so einen Job zu haben, wo man halbtags hat, ist natürlich auch nochmal so ein Wunschdenken, genau den Job zu finden, den man halt zu seinen jetzigen Situationen halt haben möchte. Ich weiß es nicht. Es ist einfach wirklich so, dass ich oftmals denke, dass ich traurig bin einfach, weil ich so denke, man kann nicht einfach man selbst sein. Also weiß ich nicht, vielleicht wenn ich stärkeres Selbstwertgefühl hätte oder sowas, keine Ahnung, ich weiß es nicht, dann würde ich sagen, ach scheiß drauf, was die ganzen Leute sagen und mir ist es egal. Aber es verletzt mich. Es verletzt mich einfach, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen. Auch das Gefühl zum Beispiel zu haben, sich zu rechtfertigen, dass meine Kinder nicht gerne in einen Turnverein gehen. Die haben einfach keine Lust drauf. Es gab ewig lange Diskussionen darüber. Wir sind in einen Turnverein gegangen, bis die 3 waren. Und dann ab 3 wollten wir halt einen anderen Kurs wechseln für die ab 3-Jährigen. Und die sind 3, 4 Mal hingegangen und hatten einfach keine Lust. Es gab jedes Mal Streit, wenn wir da hingehen mussten. Ich hätte sie da zwingen müssen, da hinzugehen. Und ich habe gesagt, gut, dann entscheidet ihr und wir gehen halt da nicht hin. Wir machen in der Zeit halt was anderes. Wir gehen auf dem Spielplatz zusammen, wir lesen, wir basteln, wir malen, was auch immer. Und sie haben einfach keine Lust. Und sie haben jetzt halt Musikunterricht im Kindergarten. Die haben auch Englischunterricht im Kindergarten für Kindergartenkinder. Und das reicht ihnen. Die sind den ganzen Donnerstag nur in irgendwelchen Kursen, ja, weil das alles irgendwie dummerweise am Donnerstag stattfindet. Sie sind fertig, wenn sie nach Hause kommen. Die haben einfach keine Lust. Die sind teilweise so fertig, dass sie eigentlich nicht mal mit mir reden wollen. Wo ich dann so merke, okay, meine Kinder sind eigentlich sehr, sehr gesprächig, aber die sind einfach ausgelaugt von dem Tag. Und warum können wir sie dann nicht einfach mal Kind sein lassen? Zeit für die nehmen, indem man sie einfach mal auf der Couch kuschelt und Liebe gibt? Ist das so schwierig? Also ist das wirklich so? Ist unsere Gesellschaft wirklich darauf ausgelegt, dass wir immer nur arbeiten und Geld verdienen und konsumieren? Und ich weiß nicht. Also ich bin gerade im Moment so ein bisschen in einer Phase, wo ich mich halt auch entscheiden muss. Ich habe gerade halt ein Jobangebot, wo ich halt dann wieder arbeiten gehen würde. Und ich muss mich dann auch entscheiden und zu sagen, auch wenn ich jetzt absage, kriege ich dann diese Chance irgendwann mal wieder, dass ich wieder einsteigen kann, wenn es dann soweit ist? Oder rennt mir die Chance dann weg? Muss ich mich jetzt entscheiden? Muss ich meinen Plan, dass wir zu Hause bleiben wollten, bis die Kinder zumindest in die Schule gegangen sind, aufgeben und jetzt schon arbeiten, damit ich diese Chance nicht vergeude? Also das ist halt immer so eine Frage. Also man hat Pläne und dann, ja, macht das Leben einen wie Strich durch die Rechnung. Das weiß ich ja, aber es ist so schwierig, sich zu entscheiden, was für einen gut ist, wenn drumherum die ganzen Leute dir sagen, was deren Meinung nach gut wäre. Und wenn es halt so ein lautes Geräusch im Hintergrund ist, das dir sagt, was das Richtige ist, dann finde ich es so schwierig rauszufiltern, was deine eigene Meinung ist, was nicht geprägt ist durch Glaubenssätze oder Erziehung oder sonst irgendwas, sondern deine Meinung und deine Einstellung ist. Und das finde ich furchtbar schwierig. Ich finde es wirklich, ja, also für mich ist das echt ermüdend, denn ich habe es satt, mich zu rechtfertigen. Ich mag das nicht mehr.
Und ich möchte daran arbeiten. Und schwierig ist das. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video beenden soll, denn ja, ich will ja nicht jetzt 3 Stunden um dasselbe Thema herumreden. Das Video hat auch keinen besonders roten Faden. Ich habe irgendwie alles in den Raum geschmissen, was mir gerade so in den Kopf gegangen ist. Ich wollte auch eigentlich gar keinen roten Faden hier drin haben, denn ich will einfach nur meine Gedanken loswerden und euch daran teilhaben lassen. Und vielleicht möchtet ihr euch mir mitteilen, wie eure Gedanken dazu sind, was eure Erfahrungen vielleicht sind. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu empfindlich und müsste mir eigentlich einen härteren Panzer anlegen und mir sagen, ist mir egal, was die ganzen Leute sagen, aber es ist wirklich so einfach. Ich glaube nicht. So viel dazu, dem Wort zum Sonntag. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, mir zuzuhören, wie ich mich aufrege und auskotze. Und ja, wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Video. Dann gibt es wieder ein erfreulicheres Thema. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video. Wiederholen, wiederholen, wiederholen am Ende. Macht's gut, bis dann.